im Folgenden wirklich mal ein paar Basics zum Einstieg. Also es soll gehen um Variablen, Operatoren, Indents, Listen, Kommentaren und so weiter. Wird alles gleich klar, alles an sich Kleinigkeiten. Zunächst mal Variablen. Variablen sind sowas wie ein Buchstaben und diesen Buchstaben wird ein Wert zugeordnet. Zum Beispiel ein Wert 3. Natürlich heißt es nicht Buchstabe, sondern dass die Variable erhält den Wert 3. Wenn ich das ausführe, kommt erstmal nichts. Denn bei Python ist es so, man muss entweder dann zum Beispiel diese Variable nochmal gesondert schreiben, dann wird deren Wert ausgegeben. Oder, was dann auch häufig gemacht wird, ein Print und eine Klammer drumherum. Und dann kommt es natürlich auch raus. Und dann ist auch egal, wenn nochmal was davor steht. Ja. Also angenommen, ich hätte hier A, hätte ich aber nochmal eine zweite Zuweisung, zum Beispiel B ist gleich 5. Dann würde wieder nichts rauskommen, weil die letzte Zeile immer das ist, was dargestellt wird. Und hier gibt es dann erstmal nichts darzustellen, weil es so eine Zuweisung ist. Wenn hier aber Print steht und ganz praktisch ist, ich kann das so schreiben, markiere das, mache nur Klammer auf. Und dann wird Klammer auf und Klammer zugesetzt, führe das dann aus und dann wird auf jeden Fall die 3 ausgegeben. Das Ganze wird immer farblich markiert, was sehr praktisch ist. Man gewöhnt sich mit der Zeit an die Farben und kann dadurch den Code schneller lesen und auch schreiben, sieht, wenn zum Beispiel Fehler sind. Ja, wenn ich jetzt hier das Print schreibe und dann ist es nicht grün, dann erkenne ich schon, es fehlt was, nämlich die Klammer, mache ich die Klammer drumherum, dann wird es grün und dann sieht man, dass das vollständig ist. Oder wenn die Klammer hier fehlt, dann ist die hier nur schwarz und erst dann wird sie grün und so weiter. Und das sind also diese Variablen a oder b. Natürlich darf hier auch stehen sowas wie Result oder nur Res dafür, also mehrere Buchstaben und so fort. So, Operatoren sind sowas wie, das ist Gleichzeichen, kann man schon als Operator bezeichnen, oder auch sowas wie das Plus, also 5 plus 3, dann ist das Plus ist ein Operator. Wenn ich das ausgebe, kommt hier dann natürlich die 8 raus. Also muss man aufpassen, angenommen, ich möchte hier Result und dann noch einen Index angeben, vielleicht die 3. Und das soll den Wert 7 haben. Führe ich das aus, dann gibt es hier ein Problem. Warum? Weil das hier als Operator erkannt wird, weil das kein Bindestrich ist, sondern ein Minus. Und dann macht es hier 5 minus 3 ist gleich 7. Und das gibt natürlich irgendwie ein bisschen Chaos, hier steht auch can't assign to operator und so weiter. Das heißt, bei sowas müsste man dann, wenn man das um den Willen Unterstrich machen und dann würde es wieder funktionieren. Also da immer ein bisschen vorsichtig sein zwischen was Variable, was ist Operator. Also ich könnte hier zum Beispiel eine kleine Überschrift machen und mal hinschreiben Variables und das ausführen. Das wären dann alles hier solche Variablen. Und als nächstes könnte man dann Operatoren machen. Ja, das muss als Markdown sein, dann funktioniert das auch. Und dann könnte man hier Operators machen, Markdown und ausführen. Und hier käme dann sowas rein wie 5 plus 3 beispielsweise oder 7 mal 8. 7 mal 8, das wären alles Operatoren und das letzte wird ausgegeben, sonst hier wieder Print, markiere ich das Ganze, Klammer drumherum, dann kommt das raus. So, für was nun diese Indents? Das ist mehr eine Information, falls man das sieht und auch für später schon mal ein klein wenig Vorgriff. Das ist bei Python sehr wichtig, diese Indents. Also, ich nehme hier mal einen Befehl. Um den soll es nicht gehen, der wird an anderer Stelle genau erklärt. Zum Beispiel if, nicht mal die Variable a. Und wenn die 2 ist, dann soll es ausgeführt werden. Jetzt, dann muss ich mal das Doppelpunkt und jetzt mache ich return. So, und was man jetzt schon sieht, es gibt einen Einzug, einen Indent. Und der muss da sein, der ist Teil des Codes. Wenn der nicht da ist, wird nicht erkannt, dass was jetzt folgt, zu dem if-Befehl gehört. Zum Beispiel soll es hier ausgeführt werden: print a. Wenn ich das ausführe, dann kommt hier nichts raus, weil a hier oben 3 ist. Wenn ich jetzt hier 3 hinschreibe, dann kommt auch diese 3. So, und ich könnte jetzt noch weitere Programmzahlen hinzufügen. Also ich könnte hier noch hinschreiben, b ist gleich, oder wenn a gleich 3 ist, dann soll sein, a ist gleich 5.
und dann kommt hier unten 5. Ja, denn in dem Moment, wo a der Wert der Variable a3 ist, wird das gesamte Programm hier unten drunter ausgeführt. Man sieht hier auch schon, hier gibt es auch so eine Art Operator, das ist jetzt ein doppeltes Gleichheitszeichen. Hier wird überprüft, welchen Wert a hat. Also etwas anderes als gleich, wo a der Variable an Wert zugeordnet wird. Hier wird der Wert der Variable a überprüft oder getestet, ob der in dem Fall 3 ist. Es könnte ja auch was anderes stehen. Es könnte ja auch stehen kleiner gleich 3 beispielsweise, damit hier nichts rauskommt. Wenn ich oben 2 hinschreibe und das natürlich ausführe, dann würde das wieder erfüllt werden. So, würde ich das jetzt aber nicht diesen Indent hier nicht machen, sondern das so schreiben, dann funktioniert es nicht, weil dann wird das ja als neue Programmzeile interpretiert und nicht als diesem If-Befehl zugehörig. Das heißt, dieser Indent ist nicht einfach nur, weil es schick ist und man vielleicht was besser lesen könnte, sondern der ist wirklich wichtig und als Teil dieses Befehls zu sehen. Also, wenn was hier zu einem Befehl dazugehört, dann muss immer dieser Indent mitgeschrieben werden. Wird sich aber automatisch dann zeigen, bloß dass das hier schon mal klar ist. Dann als letztes noch, oder hier können wir mal den Comment auch machen. Einen Kommentar macht man immer mit einem Hashtag und schreibt dann Indents are critically part of the code. So, und dann wird einfach der Teil hinter dem Hashtag ignoriert. Das heißt, wenn ich das ausführe, wird es einfach ausgeführt. Ganz normal und jetzt sollte das eigentlich auch funktionieren, ja, und dann kommt das Ganze hier raus. So, damit zum letzten. Ich kann es hier auch mal Copy und Paste machen, dann geht das schneller und schiebt das runter. Und das sind Listen. Listen sind ein sehr zentrales Element. Eine Liste wird in Klammern geschrieben. Und zwar gibt es verschiedene Klammern. Es gibt eckige Klammern, es gibt geschweifte Klammern, es gibt runde Klammern und die bedeuten alles unterschiedliche. Das sind alles unterschiedliche Listen. Wir ignorieren diese unteren beiden und gehen mal nur auf diese eckigen Klammern hier. Und in einer Liste steht zum Beispiel eine Reihe von Zahlen drin. Zum Beispiel 1, 2, 3. Oder wir machen es gleich ein bisschen sinnvoller, denn Listen sind nichts anderes, als wenn es um die Geochemie geht. Daten, hier zum Beispiel eine Liste mit Magnesiumdaten und dann haben wir hier vielleicht einen Mantel mit, was ich, 4,56 Gewichtsprozent, ein Olivin mit 22,23 Gewichtsprozent und noch irgendein Pyroxen mit 18,5 Gewichtsprozent Magnesium. Dann kommen diese Werte alle in eine Liste rein. Wenn man das ausführt, sieht man erstmal wieder nichts, dann schreibe ich das hin und dann sehe ich hier diese Liste. Und das ist, wie wir Daten in Python verarbeiten. Das heißt, wir werden es immer sehr viel mit diesen Listen hier zu tun haben. Und es gibt auch sehr viele List-Operationen dafür. Das ist enorm wichtig, wenn man Daten manipulieren, darstellen und sonst irgendwas will. Also mal eine ganz einfache. Angenommen, ich möchte hier das erste Element haben. Dann kann ich hier hinschreiben Magnesium und dann aus dem Magnesium das erste Element. Und jetzt muss man wissen, in der Mathematik beginnt man mit 0 zu zählen. Das heißt, das hier ist 0, das 0. Element, das erste Element, das zweite Element. Das heißt, wenn ich jetzt Magnesium, dann schreibe ich hier rein 0, dann bekomme ich hier das erste Element. Schreibe ich hier rein 1, bekomme ich hier das zweite Element und so weiter. Und solche Sachen sind wichtig. Angenommen, man möchte zwei Zahlen zusammenzählen. Angenommen, jetzt ist das zweite Element der Liste plus das erste Element der Liste und dann kann man die auf diese Art und Weise hier, um eine einfache Listenoperation zu zeigen, zusammenzählen. Was natürlich auch geht, ist, angenommen, wir haben mehrere Listen. Also wir haben Magnesium 1 und dann haben wir die Liste Magnesium 2 und das sind natürlich die Zahlen so ein klein bisschen anders. So, und das wäre dann die zweite Liste. Und dann können wir auch hier verschachtelte Listen haben. Das bedeutet, wir können die auch schreiben als gesamte Magnesiumliste
Und dann sind diese beiden Listen, hier ist das erste Element in dieser äußeren Liste und das zweite Element in der zweiten Liste. Und man kann sich jetzt ein bisschen vorstellen, vielleicht wie bei Excel angenommen, ich schreibe das mal ein bisschen anders, damit man sehen kann, wie zwei Zeilen in einem Excel-Sheet das dann ungefähr so aussieht. Ja? Also wenn ich das mir jetzt hier angucke, dann kommt natürlich das Ganze hier raus. Man hat jetzt diese erste Liste und noch diese zweite Liste. Wenn ich jetzt hier hinschreibe, erstes Element, dann kommt hier nur diese erste Liste raus. Als Beispiel, also das wäre jetzt so eine verschachtelte Liste, beziehungsweise das wäre jetzt eine Zeile, das wäre eine zweite Zeile und so weiter. Das soll erstmal reichen zu Listen, wie gesagt, von denen, und die werden wir sehr häufig noch in der ein und anderen Form verwenden. Soweit mal zu ein paar wirklich absoluten Basics.